Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt kommt nicht das Wort zum Sonntag, liebe Brüder und Schwestern, sondern das Wort zum Montag. Nämlich, das hat mir heute Morgen so gefallen, dieses E-Mail, das die Väter bekommen vom heiligen Josef, Fathers of St. Joseph. Und das möchte ich euch heute einfach vorlesen, weil es einfach so schön ist. Und dieser Devin schreibt da, unabhängig vom Alter, der sündigen Vergangenheit, also wenn du schwarze Schafe hast in der Familie, der aktuellen Situation oder der geografischen Entfernung deiner Kinder, ist es deine Pflicht, ein lebendiges Abbild des himmlischen Vaters zu werden. Indem du dein Kind unaufhörlich suchst, es findest und umarmst. Das ist der Weg, wie einem Kind die Liebe des Vaters versichert wird. Oder wie ein Kind der Liebe seines Vaters sicher ist. Es hat einen Vater, das Kind, der es sucht, zu ihm hinrennt, um es unaufhörlich zu umarmen und zu küssen. Indem du so handelst, wirst du nicht nur an der Rettung deines Kindes teilhaben, sondern auch an der Rettung deiner eigenen Seele. Und das hat mir eigentlich so gut gefallen, dieser Gedanke, so dieses Abbild des himmlischen Vaters zu werden. Dieses Abbild des himmlischen Vaters zu werden. Und so wollen wir heute, wenn wir die neue Woche beginnen, auch so beginnen, die Liebe dieses himmlischen Vaters in die Welt hineinzutragen. Das betrifft ja nicht nur die eigenen Kinder, sondern es betrifft ja im Prinzip jeden Menschen. Und da können wir uns wie drum bemühen. Und wenn du Kinder jetzt hast bei dir, wenn du Vater bist, und es müssen ja nicht immer bloß leibliche Kinder sein, sind einem ja auch so viele andere Kinder anvertraut, dann kannst du sie jetzt so geistig umarmen und Gott einfach danken für sie. Denk einfach so, gell? Ja, ich möchte sie jetzt so umarmen. Ich möchte so für meine Kinder, ich möchte so dankbar sein für sie. Ich möchte echt dankbar sein für sie, dass es sie gibt, dass sie da sind. Wenn ich jetzt rüberlaufe, zum Altar hinlaufe, dann kannst du deine Kinder jetzt sozusagen wie noch so umarmen, geistig. Und das heißt, geistig umarmen heißt, einfach Gott danken für sie und ihnen jetzt diesen Segen wünschen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Das alle Erquickung in sich birgt, Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.